Funktioniert Gamer? Nein. Doch. Gamer. Gamer gibt's. Das ist doch fies. Gamer gegessen. Das habe ich gebraucht. Hm, du siehst auch ziemlich lecker aus. Bis nächste Woche. Herzlich willkommen zurück, ihr Pros und Prosinen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Madcat ist auch wieder dabei. Ich habe schon wieder einen Zuschauer, bevor ich es hochgeladen habe. Ist das nicht super? Hast du gerade die gleiche Handbewegung gemacht wie ich? Ja, okay. Die waren synchron. Okay, ey, ist ja geil. Ich drück mal auf Weiter. Letztes Mal waren wir bei Cody. Cody. Ja, wir waren bei... Da ist er, der wütende, brennende Cody. Der hatte heute noch einen viel brauneren Teint, oder? Ah ja, der sieht wunderschön aus. Warte mal, der war bestimmt an der Südsee, ey. Wir geben dem mal noch... Angebrannter Dampf in der Lieber Cody ist er jetzt. Aber der ist lieb. Der sieht ein bisschen dreckig aus. Ja. Lieber sauber. Saubere. Saubere. Was hast du jetzt der gemacht? Der ist nicht sauber. Der ist immer noch dreckig. Angebrannter, dampfender, lieber, sauberer Cody. Das wird immer besser. Ja. Ich suche noch mal einen Starride, ne? Die Stühle, da gibt's noch einen Starride. Komm näher, um mich zu starten, okay? Bitte? Keine Ahnung. Das ist wieder... Ja, komm her. Ja, und jetzt? Da? Soll ich da aufgehen? Ah. Gib den hungrigen Gästen etwas. Oh, oder wir spielen den Kellner. Ja, krieg ich jetzt einen Kellner? Garçon. Garçon, eine Suppe bitte. Gib dem Schüler. Willkommen bei McDonald's für ihre Bestellung, bitte. Um zu wachsen. Hä? Was will der denn? Was zum Wachsen? Junge. Ist. Kein Dünger? Der hat keinen Hunger. Was soll's? Ich habe das gerade nicht so verstanden. Gib mir etwas, damit er was? Zum Wachsen. Zum Wachsen. Dünger. Ja, Dünger, oder nicht? Ja. Ja. Na gut. Den Grassimulator. Wie wär's mit einem Steak? Den Grassimulator. Ja, ein Steak geht anscheinend. Gesundes Essen hat mich dazu angeregt, stark zu werden. Dann läuft er in einem Höschen rum. Steak ist super gesund. Okay, ich schreibe jetzt aber nicht Blut. Das, was ich... Blut? Ein Glas Blut? Nein. Ein Tampon. Päpst. Ein voll gesogener Tampon. Was können wir ihm denn geben? Blutwurst. Blutwurst. Eine Sau. Ja. Was ist schwarz? Das ist ein Blutwurst, ja. Will er aber nicht. Was wollte er denn haben? Gib mir etwas Blutähnliches. Das ist Blutwurst, da ist sogar Blut drin. Der Tampon war am besten. Und Blutwurst funktioniert auch noch vom System. Etwas Blutähnliches. Blutegel. Bäh. Ja, wir haben ja einen Kommentar bekommen. Wir sollten doch gerne die Community fragen, was wir denn so scribbeln sollten. Allerdings finde ich das gar nicht einfach, weil es muss ja immer auf die momentane Situation im Spiel bezogen sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache nächstes Mal eine Runde im Editor. Es gibt ja einen Editor, in dem man auch, mache ich gleich, alles gut. In dem man auch Objekte erstellen kann und die benennen kann. Da könnt ihr mir ein paar Vorschläge für machen und das machen wir dann nächstes Mal gerne zusammen. Ja. Oder ich muss mal einen Livestream machen, aber das geht glaube ich von der Internetleitung nicht. Da muss ich erst besseres Internet haben. Da musst du dich drum kümmern. Ja. Gut, ich will mal jetzt den Tipp noch nicht haben. Ich versuch's nochmal mit Blutorange. Schreib nicht. Schreib da gleich wieder. Blutorange. Von wem war denn das nochmal? Carbon Games. Vielen Dank für den Kommentar. Bartdrache. Was ist ein Bartdrache? Kannst ich wollte doch das... eine Blutbank. Nein, ich will den Ich habe eine Blutbank. Willst du eine Blutbank? Mach mal den Bartdrachen. Ich will wissen, was ein Bartdrache ist. Ein Bartdrache? Du hattest das eben, wo du das eingegeben hast. Da war nämlich ein... Das ist ein Bartdrache. Der hat keinen Bart. Das ist ja langweilig. Oh, da hat sein Haustier dabei. Ist das nicht süß? Ich hole mir jetzt doch nochmal einen Tipp. Saft. Bloody Mary? Ist doch kein Saft. Kann ich nicht schreiben, oder wie? Mark. Bloody Mark. Ein Mark.
Komm, wir geben ihm Mart. Blöde Mart. Eine blonde Mart. Die schreit einfach mal und haut ab. Die hat Angst vor Vampiren anscheinend. Mhm. Mach doch einfach ein Blut. Da ist Blut. Ja, Blut. Blüte, Bart. Ich weiß echt gerade nicht, was ich machen soll. Etwas in Saft. Blutorangensaft. Roter Saft. Wie wär's ein roter Saft? Wieso versuchen wir nicht Ketchup? Oh, warum versuchen wir nicht Ketchup? Nee. Doch. Ketchup geht. Toll. Ah, sagt er. Ah, hättest du mal hören sollen. Das war lecker. Danke, dass du mir eine freundliche Alternative gezeigt hast. Ah. Okay. Ja. Oh, hallo. Tja, ganz einfach. Schrauben. Ja, entweder das. Ich versuch's mal mit Schrauben. Hab ich was falsch Schraube. Gesehen? Schraube. Schraube stumpf. Stumpfe Schraube. Stumpfe Schraube. Muss ihm das auch geben, ja. Auf den Tisch legen, halt. Ja? Oh, guck mal, 2.0. Der ist ein Mädchen geworden. Oh. Ein Androide. Er ist ein Androide geworden, wow. Nur durch ein Bolzen hat wir geholfen. Sind so, wir sind so klasse. Wir können einfach alles. Ja, oh, guck mal. Tarzan. Ein Kannibale. Oh, ein Kannibale. Mit etwas Besonderes. Etwas Besonderes? Fleisch. Nee, wie wär's mit, ein Moderator. Oder wie wär's mit einem Let's Player? Das gibt's, glaube ich, nicht. Ein Pager. Videospieler. Leiser Pager. Ein Videospieler. Das kann ich knicken. Funktioniert Gamer? Nein. Das gibt's, glaube ich, nicht. Doch. Gamer. Gamer gibt's. Das ist doch fies. Hat Gamer gegessen. Das habe ich gebraucht. Du siehst auch ziemlich lecker aus. Bis nächste Woche. Der hat den Gamer gegessen. Mann. Du Schwein. Warum hast du das gesagt? Pass auf, ihr Gamer da drauf. Kannibalen kann es überall geben. Aber Gamer sehen doch nicht aus wie ein Mettler. Der sah aus wie ein Mettler, das stimmt. Aufsammeln. Alter Schwede. Das war doch wieder echt... Oh, Mahlzeit fertig. Sag mal, wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? Ach, verdammt, ich habe den Wecker vergessen zu stellen. Oh, mein Schatz, sie hat den Wecker vergessen zu stellen. Soll ich nochmal 15 Minuten anmachen? Nee, ist jetzt egal. Machen wir 10 Minuten. Wir wollen ja nicht zu lange hier eure Zeit also vergeuden hier haben. Mit Games. Vergeuden? Was redet der Kinsey da wieder? Sabel nicht so ein Cheat. Nein, ich hab's nochmal gestartet. Warum? Weil aber ich kann's beenden, oder? Ich kann es beenden, wieder. Ich kann es beenden. Ich mache einfach Level Neustart. Nein! Haha! Fail! Nein! Heute haben wir im Angebot den Fail des Tages. Warte. Beenden? Dann spielst du das Spiel, oder? Hm. Nö, ach gut. Da ist der Cody! Cody! Was ist eigentlich mit den Monstern da unten? Ja, da musst du hin. Wir haben Streit, oder? Kannst du schweben? Naja, ich gehe einfach durch die Tür nach unten. Das ist eine Spinne. Warum sind da Kakerlaken und Spinnen in einem Restaurant? Weil das ein Nobelrestaurant ist. Wie kann ich denn jetzt nach unten? Ich glaube... Andere Tür, oder? Nee, die geht nach oben. Aber ich muss vielleicht... Wie komme ich denn nochmal in die Tür? Kannst doch schweben. Mit R. Hä? Hast du den Typen da im Anzug schon gemacht? Nö, machen wir den. Wenn er denn überhaupt was hat, aber dafür muss ich erst raus, glaube ich. Warum? Ach so. Nee, kannst aber nur runter. Hä? Dann muss ich hier wohl schweben, ne? Mach doch einfach. Du kommst hier ja nicht weg, aber der zeigt dir an, dass du nach unten kannst. Doch, jetzt funktioniert's. Okay, dann gehe ich zum Monster. Hey, was geht denn? Er hat mir meinen Lolli geklaut. Wir suchen nach einer geeigneten Person für unseren Club. Was für ein Club? Die erste Regel im Fight Club lautet... Ich weiß ja nicht mehr. Weißt du auch Scheiße. Nicht mehr? Man redet nicht über den Fight Club. Ah. Oh. Aber warum tragen die dann diese Kostüme? Oder sind das echte... Na, geeignete Person. Wer ist denn gruselig? Ach ja, das ist eine gute Idee. Wer ist gruselig? David Hasselhoff. Hasel. David... Debile Hasel.
Der Biele Hase. Hä? Hä? Ich glaube, das wird nichts. Nein, was ist da ein Hasel? Die Biele Hasel ist das. Was ist das? Ich weiß es nicht, ich schmeiße schnell weg. Schade, David Hasselhoff wäre lustig gewesen. Ja, vielleicht geht ja Angela Merkel. Angela Merkel, ja. Marke. Agile Marke. Oh, der Bär von der Bärenmarke. Eine agile Flagge. So, der Bär von der Bärenmarke. Ich hatte noch die Schaufel in der Hand. Haribo-Bär. Hier, eine agile... cool. Du kriegst eine Schaufel. Hallo. Was? Du hörst mich gar nicht zu. Entschuldige, ja? Der Haribo-Bär. Der geht nicht. Glaubst du, das funktioniert? Haribo-Bär. Bezweifle ich. Ein Hardcover. Ein Honigbär. Ein Honigbär. Oh, ist der süß. Was ist das denn für ein Bär? Ein Honigbär. Das ist ein Bär? Ja. Ich verstehe gar nicht, was er machen soll. Na gut, dann machen wir jetzt ein Monster. Wir haben schon ein Monster. Zwillinge. Ey, der greift mich an. Der greift mich an, der Pisser. Objekt bearbeiten. Nein. Adjektiv hinzufügen. Friedlich. Friedliche. Eigentlich müsste es Friedliches heißen. Der greift dich trotzdem an. Weißt du was? Weg. Wenn man das im Leben auch so machen könnte, ne? Ja, eine gewisse Person würde man gerne in den Mülleimer schmeißen, ja, ne? So Chefs und sowas. Ich weiß es nicht. Vielleicht sagt der mir ja noch was. Nee. Minotaurus. Wir suchen ein Monster und ein Minotaurus suchen nach einer geeigneten Person für ihren Club. Ein Vampir. Ja, warum nicht? Dracula. Oder der Hulk. Dracula wird in Deutsch anders geschrieben. Hulk. Ich versuche mal Dracula. Was ist ein Drakar? Ein Schiff. Nee, Hulk ist glaube ich beim Marvel-Paket dabei. Es gibt hier noch so ein extra Marvel, so ein DLC. Ach so. Habe ich aber nicht. Vampir. Ein weiblicher Vampir. Ja, ja, Furchtclub. Die Weiber wieder, ne? Ja, die Frauen nicht schlagen okay. Die Männer in die Flucht. Die Frau da ist noch. Die? Ja. Bei diesem Ungeziefer werden wir den Hygienecheck nicht bestehen. Haarspray. Wollen wir es wieder mit Haarspray versuchen? Also sie braucht was, um die zu vernichten. Ja, vielleicht geht ja auch eine Fliegenklatsche. Ah, versuch erstmal Haarspray. Okay. Da killt man ja die Spinnen mit Haarspray, super Schatz. Ah, ja, Haarspray. Oder eine Hausfrau. Ha, 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 ha. Schade. Yep. Eine Fliegenklatsche. Funktioniert, gib's. Funktioniert aber nicht als Mission hier. Wenn das so weitergeht, ungeziefer. Dann versuchen wir erstmal Insektenspray. Ja. Sieht genauso aus wie das Haarspray. Komisch, ne? Warum benutzt du das nicht? Weiß ich nicht, vielleicht soll ich die auch in den Müll werfen. Nee, geht nicht. Aufsammeln, vielleicht kann ich die aufsammeln. Ja. Ja, lauf mal gegen die Wand. Edwin läuft super gegen die Wand. Nein. Gib dir den Kopf. Du hältst eine Spinne an der Hand und dann steht da, gib dem Kopf ein paar Zutaten. Ach, guck mal. Oh. Ich hab Angst. Ich hätschel sie ein bisschen. Oh. Nicht kaputt machen. Wir benutzen das Scheißspray nicht. Oh, guck mal, die freut sich. Zwinker, zwinker. Warte mal. Vielleicht, nein, nicht ein Objekt beschreiben. Saubär? Was ist ein Saubär?
Das ist ein Saubär. Ich wollte aber kein Objekt erschaffen. Ich wollte doch Eigenschaften hinzufügen. Adjektiv, da ist es doch. Saubere Spinne. Saubere braune Einsiedlerspinne. Einsiedlerspinne. Okay, wenn ich jetzt die auch noch sauber mache. Was dann? Ich steck da gerade nicht durch. Ja, wenn das saubere Insekten sind. Die verstehen das nicht, was du von denen willst. Nee. Flüchtend. Saubere. Flirtende! Flirtende! Hat's funktioniert? Sie haben geflirtet. Saubere Kakerlake. Achso, die Spinne hat geflirtet. Ja, die Spinne hat geflirtet. Läuft bei ihr. Aber ich will jetzt mal Flüchtende. Flüchtige, flüsternde, flüchtige. Flüchtet nicht. Ach, verdammt. Das Wort wird immer länger. Ängstliche, haut die jetzt ab. Ängstlich. Oh, Cody. Nein, der greift die an. Cody wird von der Kakerlake fertig gemacht. Heute nehmen wir Wetten an. Cody verliert. Ja, Cody verliert. Nein, Cody. Cody. Nein. Cody was killed by a Kakerlake. Die Kakerlake greift jetzt die anderen auch an. Ich würde mal sagen, jetzt ist Schluss. Der Concierge, das ist gar nicht der Ungeziefermann. Wie heißt denn nochmal ein Ungeziefermann? Ein Insektenvernichtungs. Ja, klar, nein, das ist. Ich komme nicht drauf. Manchmal kommt man nicht auf die Worte, die man braucht. Ist ja so, kennt man ja. Ein Parasit. Nein, Parasiteur. Nein, Parasiteur. Oui, oui. Oui, oui. Le Baguette. Le Baguette. Nein, die heißen doch. Wie heißen die? Wie heißen die? Wie heißen die? Ungeziefer. Vernichtungs. Ich komm nicht drauf. Ein Ungeziefermann. Vor allen Dingen Ungeziefer. Ungeziefermann. Ein Uhrenblatt-Zifferblatt. Was? Uhrenblatt-Zifferblatt? Nein, das. Ach Mann. Veterinär? Nein. Nein, Quatsch. Zeit um, ne? Zeit ist um. Oh, ihr müsst mir helfen. Ist eine ganz banale Frage. Wie heißt das, ihr da draußen? Einfach wie heißt ein ungezieferer Vernichtungsmann? Kommentare schreiben. Wir ja. Nicht weiter. Wir kommen gerade nicht drauf. Und oder schreibt doch einfach, was ich schreiben soll, was ich erschaffen soll. Und nachher sagen wir einfach wieder Faithporn. Faithporn, Faithporn, Faithporn auf YOLO. Irgendwie kommen wir da gerade nicht drauf. Nee. Aber jetzt greift die Spinne auch noch die Kakerlake an. Wer gewinnt? Oh. Die Spinne hat gewonnen. Yay! Ja, die sieht voll auf Krawall aus irgendwie. Ich dachte, die wäre flirtend. Guck mal, jetzt könntest du die Spinne zu den anderen stellen. Machen wir nochmal eben, ne? Nee, ich kann die ja nicht, ich kann die aufsammeln. Ja, ich muss da erst runter. Dass der immer erst in die Mission starten will und dann runter geht. Meinst du, die essen die? Weiß ich nicht. Ja gut, ich hätte auch ein insektenfressendes Tier dahin packen können. Oh, ein Fliegenfänger, oder? Wie nennt man die? Weiß ich nicht, aber es ist schon ein toller Club hier, ne? Ja, macht sich gut, die Spinne. Naja, schreibt uns einfach, was wir schreiben sollen. Und außerdem vergesst nicht, wir wollten ja noch den Editor benutzen. Da könnt ihr uns auch noch ein paar Vorschläge machen. Jo. Also, haut rein! Haut rein! Jetzt ist Feierabend. Kelly, kommentiert! Naja. Ciao! Ciao, ciao!